Ja, hallo zusammen. Ich bin heute wieder mal mit Jeanette Dornbusch-Gunst, heißt du jetzt? Ja. Jeanette Dornbusch-Gunst. Darf man nachträglich gratulieren? Ja, natürlich. Wir sind hier in den Sommerferien in aller Herrgottsfrühe am Bahnhof in Pohl, weil? Weil wir heute mit dem Vulkanexpress unterwegs sein werden und ein bisschen in Richtung Eifel uns erweitern. Da freuen wir uns riesig drauf. Ja. Dann würde ich sagen, pfeifen wir mal zur Abfahrt. Und vergiss nicht die Dampflok. Ja, oh mein Gott. Das ich bin gespannt. Das wird ja sozusagen auch noch ein spannender Faktor sein. Absolut. In Brohl am Rhein wartet der historische Vulkanexpress auf uns. Auf einer Strecke von 18 Kilometern geht es vom Rhein bis nach Engeln in die Eifel. Meist ist der Zug mit einer Diesellok unterwegs, in Ausnahmefällen auch mit einer historischen Dampflok. 1987 drohte der Brohltalbahn die Stilllegung. Rund 100 Eisenbahnbegeisterte schlossen sich zu einem Verein zusammen und retteten die Bahn und betreiben sie bis heute. Und längst ist die Schmalspur-Eisenbahn bei Jung und Alt beliebt. Das ist doch super. Ja. Wir nehmen Platz und der Vulkanexpress macht sich langsam ruckelnd auf den Weg. Schöne Karte von unserer heutigen Reiseroute. Du siehst von Lauterbrunnen nach Interlaken Ost oder beziehungsweise wir haben uns für den Grindelwald direkt entschieden. Ja, und man sieht ihn auch hier vorne. Wir sind gerade auf 1000 Meter Höhe, fahren im Grindelwald. Was? Nein! Nein, wir fahren hier wirklich gerade das Wohltal entlang, also bergauf in Richtung Niederzissen. Wir waren jetzt hier schon gerade am Tönnesteiner Sprudel vorbei und haben jetzt noch so ungefähr eine gute Stunde, ne? Knappe Stunde ungefähr vor uns. Ja. Aber schön bewaldet, also ideal auch an heißeren Tagen. Absolut. Sind dann sozusagen jetzt hier bergauf, einmal über die Brücke Richtung Schweppenburg, hier am Tönnesteiner Sprudel vorbei, weiter schön durch die Waldpassagen, dann hier auch wieder einmal über die Brücke, einmal durch den Tunnel und sind jetzt gerade hier in Burg Pohl, haben hier kurz angehalten, weil man hier halt eine Zwischenstation machen könnte und weiter geht's von der Strecke dann. Gerade übrigens rausgefunden, dass man das Fenster öffnen kann. Ab jetzt wird die Fahrt richtig genial, Leute. Wieso rausgefunden? Nein, vorher war es angenehm, aber langsam wird es jetzt auch warm. Wird es warm. Jetzt können wir nämlich die Kamera raushalten. Falls sie mir rausfällt, es war nett, euch kennengelernt zu haben. Also, wir sind jetzt das Stück von Burg Brohl. Sind wir jetzt weiter rauf über Weiler bis hier nach Niederzissen. Mitten, ich sag mal, in der Eifel ist das ja alles jetzt schon. So, das ist hier Niederzissen. Genau, das reizvoll. Ist reizvoll. Warte, ich zeig mal die andere Seite, die ist auch total cool. Guck mal. So.
Es ist halt eine schöne kleine Stadt. Ja, wirklich. Aber in Niederzissen kannst du entweder zum Beispiel hier mit dem Fahrrad, das sind die roten Strecken, kannst du eigentlich sehr schöne Ausflugsziele hier beginnen. Also hier geht es dann runter nach Bad Breisig. Oder hier gibt es natürlich auch viele Wanderwege. Startest zum Beispiel auch hier die Eifelleiter, kannst du hier langlaufen. Die führt ja zum Beispiel zwischen dem romantischen Rhein und der Eifelregion als Wanderweg entlang. Oder es gibt, sage ich mal, halt hier am Brunnenbach ein bisschen so ein paar Brunnenwanderwege, die man halt auch mitnehmen kann. Aber eigentlich auch die Stadt selber, eigentlich auch sehr knuffig, süß, als Ausflugsziel. Deswegen kann man auch mal einen Zwischenstopp hier machen. Ja. Okay, dann steigen wir mal aus, oder? Nee, wir fahren durch. Ich glaube, wir haben nur wenig Aufenthaltszeit hier. Okay. Das heißt, steigen wir nicht aus. Wir haben 1:30 Minuten, um die Stadt zu besichtigen. Ja, unwahrscheinlich dann für uns. Ne? Ja, definitiv. Ja. Heißen. Ja. Ausflugstag. Ja. Klappe die dritte. Ja, absolut. Es ist echt, also hier, kein Wölkchen am Himmel. Wirklich nicht. Nee. Und es fängt an, warm zu werden. Ja, und wir haben 20 vor 11. 20 vor 11. Die Mittagshitze wird noch kommen, dann wird es richtig geil. Aber wir müssen erklären, also bitte nicht falsch verstehen. Wir freuen uns über Sonnenschein. Ja, yay. Hey, wir freuen uns auch über Sommerwetter. Ja, yay. Aber wir hatten leider schon echt heiße Temperaturen bei der Weinbergschaukel. Ja. Du erinnerst dich, da gab es schon einen leichten Sonnenbrand für uns. Ja. Und dann hatten wir einen noch heißeren Tag. Bei der Turner-Route. Richtig. Aber ich glaube, das tropft heute dann nochmal alles. Das wird richtig cool. Und das Schlimmste ist, der Eisverkäufer hier ist heute nicht da und Ich wollte auch schon nicht gestern drauf hinweisen, ich glaube ein Eis. Nein, wir kriegen kein Eis. Wird es ja heute nicht richten. Nee. Mindestens zwei. So, wir befinden uns jetzt auf der Steilstrecke. Man merkt schon, es geht ordentlich nach oben und die Lok hat zu arbeiten. Ja, sie ist etwas langsamer geworden. Etwas langsamer geworden, ja. Wir können eigentlich aussteigen, nebenher laufen und Blumen pflücken. Nein, können wir nicht. Stimmt, können wir nicht, weil die Türen sind zu, aber... Definitiv Entschleunigung, ja. So, wir sind jetzt hier in Engeln. Was kann man denn hier alles machen? Du meinst, außer die halbe Stunde Aufenthalt genießen, bevor man es wieder zurück macht? Ja, also exakt. Ja, exakt. Nein, also wir haben jetzt eine halbe Stunde Aufenthalt hier. Aber natürlich, du siehst, ich glaube, wir sind die Einzigen, die auch wieder direkt zurückfahren. Aber viele haben natürlich halt ihre Fahrräder hier mit dabei, die STI-Bikes. Es führt ja der Radweg sozusagen hier entlang. Also man kann natürlich mit dem Fahrrad hier nach Maria Lach weiterfahren oder eben nach Männlich zum Lavadom besichtigen oder man ist Wanderer.
folgt dann halt einfach den unterschiedlichen Routen hier entlang, zum Beispiel der Eifelleiter, also zwischen Eifel und Romantischen Rhein, wiederum halt seine Kilometer dann per Fuß zurückzulegen. Oder zum Beispiel, viele machen auch hier eine Endstation, dann wirklich aussteigen und dann halt den Wanderweg zurück, zum Beispiel bis nach Oberzissen, Niederzissen, um da wieder mit dem Vulkanexpress dann wieder halt die Tour zurück nach Buhl halt zu nehmen. Insofern also viele Möglichkeiten und Eifel und von den Ausblicken her ist ja auch sehr schön. Also man kann ja auch, sag ich mal, noch ein bisschen Zeit auch wirklich hier verbringen und genießen. Aber allein, ich glaube, der Ausflug wirklich nach Maria Lach, Benediktinerabtei, Maria Lach selber dann auch zu besuchen oder auch den Lacher See, das sind natürlich dann auch schon tolle Highlights. Lohnt absolut. Ja. So, und ansonsten kann man sich hier gemütlich hinsetzen und irgendwas konsumieren. Richtig. Also es gibt hier natürlich auch ein kleines Restaurant. Ja. Das tun wir. Bis es gleich wieder zurück. Genau, für uns. Gut. So, wir haben das Cabrio gefunden. Den Cabrio-Wagen, ganz genau. Hier werden wir es auch frei. Ja, definitiv. Aber hier kann man es nicht lange aushalten, weil wir sind gerade hier gebrutzelt von oben und drum habe ich auch meine Vulkankappe angezogen. Es passt auch irgendwie hier durch die, wenn wir durch die Vulkaneifel fahren. Das ist ja absolut ideal. Jeanette, wir sind hier in Engeln und wenn Engel nach Engel reisen. Scheint die Sonne. Eigentlich müsste die Frage doch lauten, warum mit dem Vulkanexpress? Also, romantischer Rhein, Rheinromantik hat natürlich auch immer irgendwie was mit Zugfahren zu tun, ganz klar. Und ich dachte, okay, eine normale Zugverbindung heutzutage zu nehmen, jetzt mit der Deutschen Bahn oder auch mit den anderen Anbietern und in einem ICE durchs Rheintal zu fahren, hat auch immer was, gar keine Frage. Kennen wir, glaube ich, beide auch vom Alltag her oder auch mit dem Regionalexpress. Aber tatsächlich gibt es natürlich nicht nur im Rheintal, sondern eigentlich auch interessanterweise, um wie hier in die Eifel zu kommen oder auch auf der anderen Seite in den Westerwald, ins Wiehtal zu reisen oder auch in den Hunsrück, gibt es mehrere von solchen nostalgischen Bahnfahrmöglichkeiten. Unter anderem halt hier den Vulkanexpress, um in die Vulkanregion rund um Maria Lach, jetzt nicht nur hier in Engeln, tatsächlich auch ein bisschen was über die Geologie auch kennenzulernen, über die Seitentäler des Rheintales. Und genauso haben wir schon festgestellt, gibt es ja auch die Karsbachtalbahn, also die führt dann auf der anderen Rheinseite in Linz den Westerwald hoch, wo man auch zwischendurch aussteigen kann, sieht nur optisch, sage ich mal, vom Jahrgang. Da kannst du noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen geben. Also sieht natürlich optisch etwas anders aus, wie diese Variante hier. Ja, ich bin früher mit diesen roten Triebwagen in die Schule gefahren und wir haben es die Quetsch genannt. Genau, aber da geht es, sage ich mal, dann eher so in Richtung Westerwald hoch, also auch Seitental, Westerwald und dann Wiehtal. Man kann dort auch genauso wunderschön eben das als Ausflugskombination einfach nehmen, um dann anschließend noch zu wandern oder Rad zu fahren. Dann gibt es ja noch die Mittelrhein, also Hunsrückbahn am Mittelrhein, fährt in Boppert sozusagen, dann halt den Hunsrück entlang, auch über Viadukte, auch eine sehr schöne Strecke. Und das sind einfach so schöne Ausflugsziele, die man halt natürlich jetzt nicht an so einem richtig heißen Tag wie heute, vielleicht nur, wenn man gut akklimatisiert ist, auch wirklich nutzen kann, aber die auch wirklich eine schöne Gelegenheit sind, auch die Seitenarme des Rheins kennenzulernen. So, und dann haben wir ja noch festgestellt, Drachenfelsbahn. Mhm. Es ist natürlich keine Lok, so wie jetzt hier, aber es ist natürlich eine Zahnradbahn. Also auch ein sehr schönes Erlebnis, ganz am nördlichen Punkt zwischen Siebengebirge und rheinland-pfälzischen Rheintal. Und natürlich halt, jedes Tal hat seine Höhen und entsprechend hier auf den Höhen kannst du natürlich auch schöne Weitblicke genießen. Hatten wir ja schon unterwegs, wo du eigentlich dann wieder über den nächsten Westerwald, also übers Rheintal in den Westerwald oder halt auch in die anderen Höhenzüge, Mittelgebirge dann halt auch rüberblicken kannst.
Wir haben unterwegs schon festgestellt, hier am Rheintal, aber auch insbesondere hier das Pohltal entlang, es gibt unglaublich viele Wasserquellen. Mhm. Dir auch nie so bewusst gewesen, ja, aber wenn man es auch mal so aufzählt, also wir haben zum Beispiel jetzt hier auf der Strecke gehabt Bola-Mineralbrunnen, die haben gleichzeitig noch Steinsieger. Mhm. Dann sind wir am Tönnesteiner Sprudel vorbeigefahren. Mhm. Wir haben eigentlich noch Renzer Wasser, also Mineralbrunnen, die hier auch vor Ort sind. Es gibt hier rund um in die Vulkanregion natürlich auch noch andere Wasserquellen, aber wir nehmen jetzt einfach mal zwei Ortschaften weiter. Dann gibt es noch das Sinziger Mineralwasser, es gibt auch südlich von Koblenz gibt es das Renzer Mineralwasser oder auch das Lahnsteiner. Also unglaublich viele Quellen, die natürlich alle auch mit ihren vor Ort hier sitzen, mit ihren Firmen, die aber natürlich eben von der Geologie her einfach hier ihren Ursprung einfach finden, mhm, mit der Vulkanregion und natürlich auch mit den Gesteinen und den Quellen, die hier entstanden sind und entspringen. Mhm. Insofern kleines Nebenwissen nebenbei. Ja, bei den Temperaturen heute definitiv passendes, ja, genau, passendes Nebenwissen. Merkst du den Wind, Michael? Ich merke den Wind. Bei 20 km/h heißt es hier in der Werbung, fahren wir. Absolut. ich sehe gerade, hier ist ein Erste-Klasse-Wagen. Warum sind wir Holzklasse gefahren? Hast du einen Unterschied gemerkt? Also, hier sind Sessel, Dings, bequem. Polster? Polster, das war das Wort. Polster. Ja. Naja, aber... Komm, wir gehen mal Polstersessel ausprobieren. Ja, aber es kostet extra. Zahlst du? Scheiße. Lieber Michael, wir haben jetzt 7 Minuten Zeit. 7 Minuten? In Niederzisten, ich würde sagen. Normalerweise ist eigentlich die Eisdiele nicht weit entfernt. Du sportest, richtig? Sollen wir rennen? Du rennst. Ich halte dann hier den Schaffner auf. Ja, ist okay. Das waren keine 7 Minuten. Du hättest es nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft, ich hätte hinterhergewunken. Ich würde sagen, wir begnügen uns mit einem Blick aufs Eismeer. Das muss dann einfach reichen heute. Das sind schon noch was. Das hier war jetzt... Wo sind wir? Jägerheim. Ah ja. Ja gut, dann haben wir es ja. Fast. Deswegen, so weit ist es nicht mehr. Ja. Verhalten. Ja. Und dann geht es wieder hier zurück. Schau hier, was haben wir da? So, wir sind wieder zurück. Das ging schneller, als ich gedacht hatte. Ja, perfekt zur Mittagssonne. Genau. Jetzt gehen wir erstmal Mittagessen. Nein, zuerst müssen wir die Lok anschauen. Genau, ich wollte gerade sagen, wir laufen jetzt erstmal da zur Dampflok hin. Jetzt bist du hin und weg, oder? Von der Dampflok? Ja. Definitiv. Ja. Du hast gerade gesagt, ich brauche jetzt 2 Stunden zum Aufheizen. Okay, nächster Job, Eis. Okay.